Okay. Vielleicht schaffen wir es diesmal zu überleben. Wie wäre das denn? Eigentlich wäre das ganz nett. So, was haben wir hier? Karte. Ich gehe mal davon aus, dass da mehr Leute hinlaufen. Buongiorno. Unten bei Müll rausbringen und Miami kam mir gerade aus der Richtung entgegen. Was heißt unten? Unten beim Storage. Ja. Ich bin da vorbeigelaufen, ich wollte rüber zur Elektrik. Und die Leiche hast du nicht gesehen? Nee, wo denn? Ja, unten in dem gelben Quadrat, eigentlich wo man mit dem Pfeil drauf zeigen kann und sagt, hier liege ich. Nö, ich war im Navigation, dann in Shield und dann wollte ich rüber zur Elektrik und dann kommst du mir, wie gesagt, entgegen. Ja, du kamst mir auch entgegen und du bist volle Kante an der Leiche vorbeigelaufen. Du musst die gesehen haben, du bist ja unten rumgelaufen bei Dings. Also, ich weiß nicht, ob du das Spiel schon gespielt hast, keine Ahnung. Noch nicht so oft. Deswegen, manchmal übersieht man ja auch die Fleischklöpse ganz gerne. Ich hatte auf jeden Fall Traffi da unten gesehen, wenn ich mich recht entsinne, jetzt von der Farbe her. Ja, der ist mit mir von Weapons da runtergegangen zusammen. Ich glaube, der hatte auch mit mir dieses Abschießen der Asteroiden gemacht. Ja. Also ich habe mich gerade oben verhakt bei der scheiß Kartenaufgabe und bin deswegen nicht zum Meltdown gelaufen. Und als ich jetzt gerade eben da unten war, mir kam einmal Miami entgegen und mir kam Flumi, lief da auch noch rum. Und die ich bin mit Traffi Richtung Dings gegangen, aber im Storage habe ich sie. Davon hingekommen sein und ich habe momentan einen von euch beiden im Verdacht. Also entweder Miami hat es komplett nicht übersehen oder Flumi, die kam halt auch in der Richtung. Und ja, das auch ist in richtig. Ich bin durch Storage durch zum Notfall und dann wurde die Leiche gemeldet. Genau. Ich finde aber es ist früh, sich auf einen festzulegen. Nein, ich sag ja nur, die beiden sind da in der Nähe gewesen. Ich sag nicht, dass das irgendwie der da war. Dass wir das skippen sollten. Ja. Da muss ich besser aufpassen. Ja. Brauchst du ein besseres Alibi? Ich brauch kein Alibi, wenn ich's nicht war. Starten wir unser Sample. Okay. Flumi lebt. Mr. Chuck. Panga ist von O2 gekommen. Ich bin gerade in Elektrik rein und Miami ist da leider gerade rausgerannt und irgendjemand war hinter mir und muss das auch gesehen haben. Ja, ja, ich hab's auch rauslaufen sehen. Wo raus? Aus der Elektrik. Okay. Also, ich glaube dir einmal das verpeilt sein, aber nicht zweimal hintereinander. Ich weiß nicht, ey, Kata ist voll ruhig und Fangerus und Ranger, was ist mit denen? Ja, ich bin oben in der Cafeteria. Wir sind nicht betroffen. Du solltest und nächstes Mal wenden, wenn du in Electrical jemanden kennst. Ja. Was soll ich? Das wenden. Wenden benutzen, das ist meistens sicherer in dem Raum. So ein Schacht. Aha. Miami wäre schön, ja, wenn du noch schön, rote. War schön mit dir. It's time to say goodbye. So viel Spaß sollte man nicht dabei haben, wenn man aus dem Raumschiff geschmissen wird. Aber okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Flumi hier auch wieder reinläuft. Tut sie. Okay, dann dürfte Flumi eigentlich safe sein. Okay.
Flummi und Sheep waren zusammen. Gibt's hier jemanden? Nein. Oh, bitte, Leute. Danke. Ich wollte gucken in Electrical, ob jemand einen Mord vertuschen will. Jemand dahinter? Okay, niemand dahinter. Was? Paw Patrol meets Doom? Was ist in meinem Chat gerade los? Flummi. Ich dachte, Flummi ist safe. Flummi hat doch Samples gemacht und das hat gepasst, weil sie zweimal da war. Flummi hätte ich nie vermutet. Ja, dann gucken wir mal, ob wir jemanden finden, den wir bespannen können. Chucky und Irish. So, jetzt kann ich auch mal gucken. Red hat neu geladen. Und voll vergessen, dass dann ja wieder Werbung läuft. Doom Patrol. Achso, Paw Patrol meets Doom. Na, fast. Warum steht Flummi da so lange? Das ist verdächtig, Leute. Ja, Chucky hat's geschnallt. Chucky sollte jetzt reporten, außer Chucky ist der Zweite. Oh mein Gott. Ich wollte nur mal gucken, ob noch alle leben. Okay. Irgendwie habe ich zu wenig mitgekriegt. Und Ranger ist gestorben anscheinend in der Zeit. Oh ja, ja. Stimmt. Ich habe ihn das letzte Mal... Nee, weiß ich auch nicht. Also ich war die ganze Zeit mit Katafi hier zusammen. Und ja. Ranger hatte ich kurz unter Verdacht gehabt, weil er halt beim O2-Alert in Electrical abgebogen ist. Ja, aber schon so, ich hab jetzt keinen Verdächtigen, ich war die ganze Zeit. Ich hab kurz bei den Kameras geguckt und irgendwie stand Flummi ganz kurz irgendwie in einem Gang, wo Cafeteria und noch irgendwas stand, irgendwie so ganz. Ich stand vor der Map, hab auf die Map geguckt, wo meine Aufgaben sind. Ja. Also ich gucke immer auf der Map, wie meine Aufgaben sind. Aber Flummi hat ja vorhin auch mal Emi ans Messer geliefert. Ja, gut, ja, und nee, dann hab ich keinen Plan. Also Katafi ist zu 100% safe. Warum? Weil ich die ganze Zeit mit denen zusammen war, schon jetzt irgendwie seit Anfang der Runde. Und ich hätte so viele Chancen gehabt, weil wir so oft alleine irgendwo rumstanden. Also ich halte Flummi für safe, dann bliebe für mich jetzt nach dem Ausschlussprinzip gerade nur Chucky übrig. Aber ich habe keine harte Valuta, mit der ich das füttern könnte. Es war halt Ausschlussprinzip, hat er gesagt. Ja. Aber das heißt, dass du hier genauso ausschlussprinzipmäßig für Chucky wärst. Ich habe eben nur Irish und Chucky gesehen und Fangarus und Katafi, glaube ich, gar nicht. Auch nicht. Ja, wir waren eher auf der linken Seite. Ja. Mhm. Ja, und ist halt die. Wie gesagt, wir können jetzt auch weiter Task machen, wir müssen nicht. Ja, ist ja fast voll, dann lass einfach Task machen, lass uns zusammenbleiben und dann. Ja, bleiben wir weil, zusammen. Wenn wir ist davon ausgehen, dass Miami auf jeden Fall Imposter war, dann sind wir ja erstmal safe. Ja, es ist nur noch einer, ja. Genau. Also dann bleiben wir jetzt zusammen, nicht stacken. Und dann machen wir jetzt die Tasks. Das mit dem Zusammenbleiben klappt auch immer so. Bei Angeros und mir funktioniert das super. Ja, hat der jetzt ganz gut funktioniert. Selbst im Dunkeln. Selbst im Dunkeln.
Schauen wir mal, was Flummi sich so einfallen lässt. Also. Oh. Ihr werdet ersticken, wenn niemand mit runtergeht. Ihr dürft doch nicht zu dritt zu einem Alarm gehen. Ah. GG. Oh. Achso, okay, wusste ich nicht, was das ist. Ich wollte jetzt einfach drücken. Okay. Ja, ich hab gerade. Warum hat der zweite Alarm so lange gedauert? Also ich war ja mit Fangarus und Chucky beim Dings. Bei O2. Und eigentlich sind ja Flumi und Katafi runtergelaufen zu Admin. Warum habt ihr den Dings da nicht gemacht? Ich hab ihn gemacht, ich habe einmal falsch eingegeben und habe ich ihn nochmal gemacht. Okay. Ich hab ihn auch gemacht. Ich war erst beim Metscan. Ich glaube, da haben wir Katafi verloren, da wo der Alarm losging. Ne, ich dachte, er wäre mit runtergelaufen. Nee, okay. Ich bin auch nach links gelaufen mit dem Metscan, dann kam der O2-Alarm und dann bin ich auch sofort dahin. Dann war Flummi, stand da schon. Ja. Und ich bin aber oben bei euch bei der Lang, bin dann ein bisschen weiter weg, weil ich ein bisschen Angst hatte, dass ich da gleich... Ja gut, skippen. Ja gut, das war jetzt einfach nur Panik. Gute Panik, glaube ich, gute Panik. Flummi macht das echt gut. Vor Flumi muss man auch in echt Angst haben, glaube ich. Hat es nicht umsonst auf eins meiner Thumbnails geschafft vom letzten Stream. Was mich auch schon eiskalt ermordet hat. Wie alle hier rumlungern, alle Geister. Oh, wo ist Flummi hin? Ja, also... Damit ist Flummi. Das war Flummi, das war jetzt viel zu verdächtig. Ich habe die Tür zugehen sehen, bin schnell hoch, wollte durch und ja... Was soll man denn auch machen, wenn man alleine ist, seit weiß ich nicht wie vielen Runden? Die alle zusammenhängt. Ich war alleine im Dings hier, im Reaktor. Hättest mich locker abholen können. Ich dachte, okay, ich wusste nicht, wer jetzt noch alles dabei war. Aber es wäre ja auch auffällig gewesen, wenn du dann tot bist und ich die Einzige war, die nicht bei den anderen drei war. Ja, das ist halt so am Ende. Ist schwierig, ja klar. Kaum eine Chance, wenn man wirklich zusammen ist. Ich war halt zu lange alleine und ich musste aber irgendwie ans Messer liefen, weil sie da offensichtlich aus dem Raum kam. Ja, das war komisch. Aber die Türen, du bist wirklich die einzige Person, die die Türen verwendet. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe schon gecheckt, wie das geht. Ich mache das meistens auch nur, wenn ich geist bin. Es geht genauso wie die andere Sabotage auch. Ich klicke einfach alles. Achso, Entschuldigung. Die erste Runde überlebt, hätte ich Flummi so ein Alibi gegeben. Es ist ja, so da dachte ich, oh nee, warum ist Traffi jetzt tot? Mein Alibi ist tot. Was mich aber verwundert hat, dass du zur gleichen Zeit wie ich von den Kometen weggegangen bist, obwohl ich irgendwie dreimal doppelt Kometen abgeschossen habe. Ich musste da ja in Sanitäter noch killen. Nein, man muss Prioritäten. Mengen hört uns zu, oder was? Wie hört Mengen? Achso, aus dem Stream. Also, er kommt in den Stream. Ja. Du hast... Kannst du irgendeinen Task rausnehmen? Es ist so. Ah, okay. Mache ich so in der nächsten Runde. Das ging schnell. Kommt sonst keiner? Machaki, ich bewache dich. Sehr gut. So, jetzt müssen wir hier wiren. Oh oh. Ich habe nicht gemerkt, wer da unten war.
Schon wieder Tür zu, zweimal. Das ist aber verdächtig. Achso, ich dachte, ich hätte das. Ich habe einen Gaskanister. Dann wäre der Gaskanister nicht abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Da ist Flummi schon. Okay. Raffi lasse ich alleine. Oh Gott, das ist wieder gefährlich. So, was ist hier los? Cardswipe First Try, alter Hacker. So, warum hat er das hier nicht gemacht? Jetzt. Hat er vorhin irgendwie nicht vollgeladen. Den Tank. Oh. Also, Irish liegt in Admin. Was gerade, das Problem ist, irgendjemand ist reingerannt, ich habe nicht gesehen, wer. Ich habe jemanden reinlaufen sehen und da ist ein Vent. Geht mir meistens immer, dass ich das nicht sehe. Wo liegt Irish? In Admin. Also da, wo man die Karte... Bei der Karte. Nee, ein bisschen höher, bei dem, da ist ja irgendwie so ein Pad. Also ich war gerade im Matchplay und der Einzige, der mir jetzt im Matchplay reinkam, war Traffi, aber von wo er da kam, auch von links oder rechts, weiß ich nicht. Kam von rechts aus der Cafeteria. Also Carsten war hinter mir? Insanity ist mir vorhin über die halbe Map wie so ein Besenkter hinterhergelaufen. Ja, wegen dem Alarm, wir hatten den gleichen Weg. Ja, ja. Ja, bitte, irgendwann waren wir alle auf einem Klumpen, da sind wir alle in die gleiche Richtung gelaufen. Also. Wurde mal Emi das letzte Mal gesehen? Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab die nur gesehen, als sie zusammen in Storage eingeschlossen. Doch, die hat als erstes in Weapons, glaube ich, die Meteoriten abgeschossen. Und stand dann da auch noch, als der Alarm losging, da war sie noch nicht fertig. Nach dem Alarm habe ich sie noch in Admin gesehen. Da hat sie auf die Admin-Konsole geguckt, wer in welchem Raum ist. Aber die Leiche von Miami liegt nicht bei Admin, nur die andere? Ich habe nur die gesehen. Ich weiß nicht, ob da noch... Ich bin halt reingegangen in den Raum, habe die Leiche da gesehen. Ich weiß nicht, was hinter dem Tisch liegt. Das habe ich nicht gesehen. Hm. Oh, der blockiert ja den Blick. Den Blick. Das ist halt ein sehr hoher Tisch, offensichtlich. Oh, das ist aber sehr klein. Das kann auch sein. Ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe eine Vermutung, ich möchte aber nichts sagen. Bin ich wieder der Böse. Sprich dich aus. Nee. Beobachte. Dann bin ich's mal nicht. Einen habe ich im Blick, aber ich bin mir nicht. Fertig mit meinem Task, dann kann ich mit irgendjemandem mitlaufen. Ich mache das heute ganz gut, dass ich nicht dritter Impostor bin. Ich streue keine falschen Theorien. Mache mich dadurch nicht selber verdächtig. Klappt eigentlich ganz gut. So, hier sind mindestens zwei Leute mit mir drin. Ich hoffe, dass ich nicht sterbe. Puh. Electrical heben wir uns mal auf. Chucky kommt hier raus. Ist keiner drin. Man muss ja immer mal ein Auge drauf haben. Lights wird schon irgendjemand fixen. Ich hasse Simon Says. Es dauert so ewig. Danke. Okay, das war meine Vermutung. Bitte? Ah. Ja, Hellgrün liegt zwischen Electrical und Storage am Gang. Und Trafi ist da gerade an mir vorbeigerannt. Ja, das stimmt. Da lag definitiv noch nichts. Ich bin reingegangen und habe mich nur gewundert, warum du schon wieder der Erste beim Licht fixen warst.
Also ich habe Traffi und ihn vorne in Navigation mit mir zusammen gesehen und dann ist das Licht ausgegangen und dann waren sie weg. Weil Licht. Ja, ich bin unten rumgelaufen, habe Fangarus kurz gesehen, als das Licht aus war. Dann kommt es vorbeigelaufen durch Storage in Electrical rein, aber da war das dann schon gefallen. Ranger, wo warst du gerade? Ich habe oben bei Matt Bay Chucky getroffen, der da rauskam, bin hinter ihm hergelaufen, habe dann die Upper Engine betankt, als das Licht ausging. Chucky ist runtergelaufen Richtung Licht. Ich habe mir dann gedacht, dann gehen schon genug hin und dann habe ich links beim aber Generator oder was ist, Simon's Hess gemacht. Okay, Raffi, du warst auch bei Electrical, oder? Ja, ich bin gerade reingekommen. Das heißt, du warst direkt hinter mir. Und wenn ich da zurücklaufe, gleich sehe, hättest du ja entweder warst aber du gehört oder hättest du sehen müssen. Ich auch noch da. Also ich meine, ich habe kein festes Alibi. Ich bin auch fertig mit meinem Task, deswegen wollte ich einfach nur irgendwie. Ja, wenn du sagst, sonst war auch da. Also ich hatte in die Kameras geguckt und Ranger war im Reaktor drin eben. Er ist auch nicht wieder rausgekommen, von daher würde ich jetzt sagen, ja. Hey, Chucky, aus welcher Richtung kamst du denn, wo du die Leiche gefunden hast? Aus Storage? Aus Storage war ich schon am Benzin erfüllen war. Ja, ich war unmittelbar nach. Wie gesagt, drei Sekunden vorher war Traffy an mir vorbeigelaufen. Ja, weil da sind wir doch eben als Pulk aus Storage alle dran vorbeigelaufen. Eigentlich. Ja, der letzte, der da gelaufen ist, muss halt gewesen sein. Ja, aber ich keiner gesehen dann. Vorne. Also ich nicht hundertprozentig. Sieht halt genauso, dass man es von dem Benzinkanister aus nicht sieht. Ja, dass du beim Benzinkanister angehalten hast, habe ich gesehen. Also Traffi ist suspicious? Ja. Okay. Baut mir jetzt jemand noch das Skip? Ganz kurz, Chucky hat beim Benzin angehalten? Ja. Chucky, ja, und ich bin dran vorbeigelaufen, weil ich gucken wollte, ob Fangarus tot ist. Okay. Das sag ich jetzt nicht mehr zu denen, aber das passt, weil er hat ja auch oben betankt, bevor ich da dran bin. Das könnte also durchaus sein. So, ich möchte jetzt erst Simon's Hess zu Ende machen. Ja, Red hat gerade in meinem Chat gefragt, wo das Problem bei dem Ding ist. Es ist einfach nur, dass es so ewig dauert und du hast halt dieses Panel offen. Und siehst nicht, wenn sich jemand anschleicht von hinten. Ist halt super gefährlich. Traffi, Flummi, Chucky. Ich habe noch keine Vermutung, wer es sein kann. Ich möchte nicht mit Chucky alleine sein. Ich möchte nicht mit Chucky alleine sein. Der heißt schon wie eine Mörderpuppe. Okay. Da war wer schneller. Ja, oberhalb von Mad Bay. Ja. Oh, da war ich gerade auf dem Weg, war aber noch nicht da. Ja, ich hab dich und hier Chucky war. Aber er hat schneller reported. Ich hab leider zu spät in die Kameras geguckt, da lag nur eine Leiche. Und da ich nicht so genau weiß, was da wo ist, ist das schwer zu sagen. Also da oben auf dem Gang, auf der Kamera, wo die Leiche war, habe ich jedenfalls niemanden gesehen. Da war ich zu spät. Also ich hätte eben... Was ist da mit mir gelaufen ist? Fangarus? Ich, ja genau, dich und Traffi. Dann bleibt da wir waren, sind da zusammen hochgelaufen. Wollte ich reporten Ranger oder warst du schneller? Rangers auch zum Anfang, als wir alle in Lower Engine standen. Auch von oben gekommen. Also ein von den beiden wird jetzt lauten, Ranger und Insanity. Und ich habe eher Chucky im Verdacht, weil der... War auch ganz recht lange auf der linken Seite, so mittig so. Ja, ich habe meinen Simon Says zu Ende gemacht. Habe ich doch letzte Runde gesagt. Hast du? Ja. Hast du? Ja, da hatte ich ihn in den Kameras gesehen, dass er in den Reaktor gegangen ist, aber da war eigentlich lange genug drin, um das schon fertig zu haben. Ja, außer wie oft man es hat verkackt. Okay. Nee, ich war bei der letzten Schleife, die musste ich noch machen, mit denen, wo man fünfmal, glaube ich, drücken muss. Also ich habe eher Chucky im Verdacht, weil der ist unten, als ich an Electrical vorbei bin, sehr verdächtig hinter mir hergelaufen. Ja, er war ja mit dann, uns machen. Chucky konnte nichts machen, diese Runde. Und wenn er vorgelaufen ist, als erster Self-Report hat. Hoch mit uns also, da ich Traffy für unschuldig halte, bin ich dann auch eher bei wahrscheinlich den allen. Und bei Ranger bin ich nicht also sicher. Ranger. Ja, Ranger. Müssen ja irgendwen. Müssen wir nicht und schon gar nicht mich. Ja, doch, müssen wir schon. Nächste Double Kill ist vorbei. Ja.
Wenn es noch zwei gibt. Ja, gibt's noch. Ach, jetzt wird aber eigentlich, wenn ich mehr, ich bin nicht so überzeugt. Es können jetzt auch Chucky und Traffy sein, die sich gegenseitig decken. Ja, aber vorhin hat mich Chucky voll in die Pfanne gehauen. Naja. Werden sie schon merken. Das werden sie schon merken. Kangarus, kann es sein, dass du am Anfang gewendet bist? Nein, ich bin gar nicht gewendet. Ich habe die, glaube ich, noch nie benutzt. Okay, ich dachte, am Anfang sah es so aus, als wäre Kangarus aus Navigation rausgekommen. Und ich hatte ihn vorher nicht reinlaufen sehen, deswegen dachte ich, er wäre reingewendet. Aber war mir nicht sicher.